Julia, herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille. Dankeschön. Das war ja erfolgreich für die Deutschen. Zweimal Bronze, zwei Deutsche auf dem Podest sozusagen. Wie war denn heute dein Tag? Ja, eigentlich habe ich gut gestartet, habe auch lang mit Vasari im ersten Kampf geführt, habe den dann doch noch in der letzten Minute abgegeben. Ja, war dann halt sehr ärgerlich, aber mit den restlichen Kämpfen bin ich zufrieden. Das war ja dann auch die Gewinnerin, ne? Ja, genau, gegen die du verloren hattest. Genau, das war die Siegerin. Ja. Kampf um Platz 3, das war stark, da hast du richtig Kampfwillen gezeigt. Genau, das war ein bisschen mehr Taktik, weil ich wusste, dass man die nicht so gut werfen kann, aber ja, hat zum Glück alles gut geklappt. Nach deiner Verletzung der erste große Wettkampf wieder, wie hast du dich gefühlt? Gut eigentlich, also ich hatte auch vorher ein bisschen Bedenken, weil ich jetzt erst seit 1,5 Monaten wieder richtig trainieren konnte, judomäßig, aber hat ja dann alles geklappt. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Dankeschön.